ORF. Der ORF ist ein guter Ausländersender. In liechtensteinischer Sprache sendet der ORF. Tag und Nacht sind die Kameramänner beschäftigt mit den Sendepausen. Österreich wäre ohne Fernsehen pleite. Volkstümliche Musik sendet der ORF zur Belustigung der Bevölkerung. Den ORF bezahlen die österreichischen Banken und Krankenkassen. Land und Leute erzählen von früheren Äckern und Fluren. Beim ORF sind die Kanäle stark gestört. Die Fernsehfachkräfte drücken die Quotenhebel. Der ORF soll immer mit uns reden, sonst wird die Langeweile länger statt kürzer. Der Fernsehchef sagt, du sollst keinen falschen Kanal neben mir haben. Die Wikinger haben den Österreichern die Fernseherrungenschaften ins Land geschifft. Taufe. Kleine Kinder werden ins Taufwasser geschüttet. Damit werden sie in die Gemeinschaft der Kirchenanhänger aufgenommen. Die Wutbrunst wird durch das Weihwasser nicht gelöscht. Im Taufwasser schwimmt die Gottessegenschwemme zur Abkehr vom Teufelssakrament. Das Taufwasser entzieht dem Teufel die Gemeinheitskräfte. Wer in der Teufelsküche einsteigt, der lässt den Menschen in Furcht gedeihen. Dorf. Der Mensch braucht eine Behausung, sonst verkühlt er sich die Halskrause. In der Heimstätte stolpert der Mensch von Tür zu Tür. Der Streithahn wird im Haushalt nicht abgedreht. Die Dorfgemeinschaft integriert den Menschen in die Vereinsstatuten. Mit dem Rasenmäher bearbeiten die Dorfureinwohner den Rasenkahlschlag. Über die Dörfer ziehen die Raben, die Rauchschwaden und die bösen Schwarzblasen dahin. Der Papst. Der Papst wohnt in den vatikanischen Katakomben. Streng sein ist die Aufgabe des Papstes. Ich kenne den Papst persönlich, am Fernseher hat er mir zugewinkt. Er muss die Gottesstrafen in den Diözesen verteilen, damit im Himmel die Buße nicht ewig dauert. Der Papst hat einen langen Talar zur Abdeckung der Leibeigenschaft. Der Papst lebt nicht zum Spaßvergnügen auf der Welt. In Deutschland wurde der Papst als kleines Kind in die Wiege gezeugt. Aufgewachsen ist er in der gehorsamen Ordensbruderschaft. Zornig sein dürfen die Päpste nicht, weil es in der Bibel verboten ist. Der Papst darf nicht schreien, nicht lügen, nicht unkeusch sein, nicht raufen und nicht streiten. Weinen dürfen die Päpste auch nicht. Lachen schon. Die Ungläubigen mag der Papst nicht, weil sie keine Kirchensteuer zahlen. Behinderte. Die Welt braucht keine behinderten Menschen, aber da sind sie trotzdem. Mit Geburtsgebrechen hat Jesus die Behinderten in die Welt geschickt. In der Behindertenwerkstätte basteln sie Korbgeflechte. Die Dorfbewohner sind froh, wenn sie keine Behinderten zu Gesicht kriegen.
Bei der Opfermesse singen sie die falsche Tonleiter. Im Neubau der Behindertenwerkstätte wird das Leben eingeübt. Die Betreuer sind streng und voller Ungeduld. Die Körperbehinderten sind in den Rollstuhlsitz integriert. Ob sie im Himmel Einlass finden, weiß nur der liebe Gott.